So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, ich hab, wenn jemand vielleicht drauf geachtet hat, der Stand der Bohnen wird vielleicht ein bisschen anders sein, da ich einen kleinen Teil nachhinein nochmal nachgespielt habe. Hey Harry, Lust auf ein Geschäft? Wir haben die besten Preise in ganz Hogwarts. Kein Interesse. Kann ich den ganzen Tee fackeln? Nee, schade. So. Also jetzt noch nicht. Vielleicht später gucke ich mal nach, hört was sie anbieten. Harry, wir müssen dieses Jahr um jeden Preis den Quidditch-Pokal gewinnen. Um das zu schaffen, müssen wir üben, üben und nochmals üben. Nun wollen wir zuerst boah, wie klein der selber aussieht. Gelernt haben. Den roten Ball nennt man Quaffle. Die drei Jäger müssen versuchen, ihn am gegnerischen Hüter vorbei in eines der Tore zu werfen. Aber als Sucher braucht dich das ja eigentlich gar nicht zu interessieren. Nimm dich vor den beiden Klatschern in Acht. Treffen sie dich, wirst du verletzt und kannst nicht mehr so schnell fliegen. Als Sucher musst du alles dran setzen, den goldenen Schnatz vor dem gegnerischen Sucher zu fangen. Ja. Nach den Ferien bist du sicher ganz aus der Übung. Fangen wir mal lieber mit etwas Leichterem an. Okay. Ich werde nun einen Schnatz in die Luft werfen, den du dann fangen musst. Wenn deine Hand nach dem Schnatz greift, kannst du ihn fangen. Aha. Die ganze Zeit nur mit dem Mund auf. Boah, was ist das für ein riesiger Schnatz? Gut, wie ist die Steuerung? Mit den Pfeiltasten kannst du deinen Besen nach links, rechts, oben und unten lenken. Die Pfeiltasten? Die Quidditch-Rüstung schützt dich vor Verletzungen, verursacht durch Klatscher oder einen anderen Sucher. Mit dem Nimbus 2001 kannst du viel schneller fliegen. Wow. Das war vielleicht ein bisschen blöd von mir. Wirst du von einem Klatscher getroffen, von einem anderen Sucher geschubst oder rammst du etwas, wirst du langsamer und fällst zurück. Nein. Drücke ja, jetzt du die Aktionstaste, um den Schnatz zu fangen. Welche Aktionstaste? Enter? Hä? Genau, Harry, bleib dran, da fehlt dir nicht mehr viel. Jetzt, wo der Rest des Gryffindor-Teams eingetrudelt ist, können wir mit einem Quidditch-Übungsspiel beginnen. Was ist die Aktionstaste? Den anderen Sucher aus. Ein Gryffindor übernimmt die Rolle des gegnerischen Suchers. Keine Sorge, sie werden es dir nicht allzu schwer machen. Das flackert jetzt wirklich extrem, aber okay. Quidditch ist ein raues Spiel, Harry. Aber keine Angst, die Schutzkleidung. Okay, ich kann wirklich nur mit den Pfeiltasten lenken. Mit nichts anderes. Nicht mit WASD, sondern nur mit den Pfeiltasten kann ich steuern. Ah, verdammt, wie soll ich den ausweichen? Steuerung? Okay. Ihr habt alle eine ausgezeichnete Leistung erbracht. Du bist wieder fit, Harry, also stehen unsere Chancen gut, dieses Jahr den Pokal zu gewinnen. Bist du noch nicht fertig, Harry? Ach, egal. Sieh nicht hin. Da kommt das Team der Slytherins. Ja. Das ist doch nicht zu fassen. Ich hab das Feld für heute gebucht. Hey, die haben neue Besen. Und es sieht ganz so aus. Ja, das allerneueste Modell. Nimbus 2001. Ja, ich weiß. Scheinbar hat Lucius Malfoy großzügig gespendet. Wie hat es ausgesprochen? Gefallen dir unsere neuen Besen, Weasley? Was hast du hier zu suchen, Lucius? Malfoy? Ich bin der neue Sucher der Slytherins. Wusstest du das etwa noch nicht? Vielleicht können sich die Gryffindors ja auch eines Tages neue Besen leisten. Zumindest musste sich keiner von den Gryffindors in das Spiel einkaufen. Die sind nämlich nur wegen ihres Könnens reingekommen. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, du dreckiges kleines Schlammblut. Dafür wirst du bezahlen, Malfoy. Ich kann es mir wenigstens leisten, Weasley. Ganz im Gegensatz zu dir. Boah, das war fies. Naja, egal. Kleiner Rassist. Irgendwie hat doch dieses Schlammblut und so eigentlich nichts anderes als Rassismus zu tun, oder? Kann ich da was machen? Egal. Hat er gerade Lucius gesagt? Egal. Irgendwie die Steuerung. Lass ihn, Ron. Er ist es nicht wert. Ah, jetzt reagiert er erst. Tic-Tac-Bombe! Egal. Schlammblut.
So nennt man Zauberer, die nicht aus einer Zaubererfamilie stammen. Und wo wir gerade beim Thema Schlamm sind. In Hogwarts hielt der feuchte Oktober Einzug. Die Feuchtigkeit kroch über die Ländereien und drang ins Schloss ein. Auch eine andere Art von Kälte sollte sich bald bemerkbar machen. Die Steuerung... was war bitte schon eigentlich die Aktionstaste? Zaubertränke mit Professor Snape fängt gleich an. Wir sollten lieber nicht zu spät kommen. Du weißt ja, wie er ist. Wir müssen nach unten in die Kerker. Mir nach. Was ist die Aktionstaste? Maustaste? Ich meine, ich habe die rechte Hand doch sowieso schon bei, den Pfeiltasten, weil... Oder soll ich die linke Hand tun? Aber das geht irgendwie nicht. Die linke Hand geht nicht so. Bei den Pfeiltasten, nee, der findet man schon die rechte Hand. Da geht es zu den Kerkern. Was ist das? Ach, ein Schädel. Okay. Wie hübsch. Wie niedlich. Das sieht ja echt aus wie im dritten Teil. Also auch das Spiel vom dritten Teil her. Huh. Allerdings habe ich Harry Potter gefangen von Azkaban nur für die PS2. Deswegen wird wahrscheinlich kein Display davon kommen. Sei denn, ich finde heraus, wie man guten Platz, wie ich das gut gestalten könnte. Obwohl, aber es könnte dauern. Aufgepasst! Heute befassen wir uns mit der Herstellung eines der nützlichsten Zaubertränke überhaupt. Ach, der sympathische Snape. Ach, das kommt doch jedes Jahr dran, Potter? Oder? Du kannst es sicher kaum erwarten, der Klasse zu zeigen, wie man den Trank mischt. Komm sofort her. Oh ja. Mit dem Mega-Power-Trank kann man seine Kraftreserven auffüllen. Bereits eine einzige Flasche reicht aus, um die ärgsten Wunden zu heilen. In dieser Truhe befinden sich die zwei Zutaten für den Mega-Power-Trank. Flubberwurmschleim und Rinde vom Mega-Power-Baum. Das ist so bescheuert, der Name. Ich meine, wer bitteschön? Hallo, das ist eine Fantasy-Welt. Harry Potter ist eine Fantasy-Welt, wo die meisten Begriffe schon recht coole Namen haben. Meist lateinische Begriffe und die nennen das tatsächlich Mega-Power-Baum. Das ist echt geschmacklos. Geh nun zum Kessel? Und bleib mit den Fingern aus dem Trank, sonst können wir das Zeug wegkippen. Seht genau zu, wie Potter die Zutaten in den Kessel wirft und sie umrührt. Vorsicht, Potter. Wow. Sonst zieh ich dir Hauspunkte ab. Der Mega-Power-Trank ist jetzt fertig. Drücke die Leertaste, um davon zu trinken. Setz dich wieder hin, Potter. Diejenigen unter euch, die besonders abenteuerlustig oder sagen wir lieber dämlich sind, werden sicher ihren eigenen Mega-Power-Trank herstellen wollen. Aus diesem Grund stehen überall in Hogwarts solche Kessel herum. Nur in diesen Kesseln kann man Mega-Power-Trank zubereiten. Auch die Zutaten, Flubberwurmschleim und Rinde vom Mega-Power-Baum, könnt ihr in Hogwarts finden. Nun werde ich euch etwas über die Gewinnung von Flubberwurmschleim erzählen. Oh ja, wir sind gespannt. Erzähl Vor nur. Vor dieser Stunde dachte ich, ich wüsste bereits alles, was ich über Flubberwurmschleim wissen wollte. Und so war es auch. Nun, ich fand seinen Vortrag teilweise sehr interessant. Gehen wir lieber, bevor Snape rauskommt. Die Stimme von Hermine und die von Harry klingt ziemlich gleich. Komm zu mir. Lass mich dich zerreißen. Was war das? Was war was? Diese Stimme. Sie kam von dort. Komm. Krass.
sieht so klasse aus. Das ist unheimlich. So eine eckige Katze. Was ist los? Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Ihr seid die nächsten Schlammblüter. Sie wurde versteinert. Doch wie, kann ich nicht sagen. Nun möchte ich alle bitten, in ihre Schlafsäle zurückzukehren. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Nun komm schon, Harry. Professor Dumbledore hat recht. Bis auf euch drei. Es sind aber vier. Nee, das war andersrum, oder? Egal. Ja, es ist alle in Hogwarts waren entsetzt über den Angriff auf Mrs. Norris und die mysteriösen Worte an der Wand. Gerüchte und Spekulationen machten die Runde. Der Angriff schien sich besonders auf Hermine auszuwirken. Ron und Harry waren sich sicher, dass sie irgendetwas ausheckte. Aber was es auch immer war, Hermine verriet ihnen kein Wort. Krass. Wir müssen zum Zauberkunstunterricht, Harry. Und ich hab da so eine Idee. Was für eine Idee? Wir sollten Professor Flitwick nach der Kammer des Schreckens fragen. Er müsste eigentlich etwas darüber wissen. Gehen wir. So. Einerseits ist es recht nett zu spielen, das Spiel, aber als Let's Play ist es doof, weil man muss, wird ständig von etwas unterbrochen, deswegen kann man es nicht wirklich kommentieren. Das ist das einzig Ärgerliche. Und ich frage euch, Leute, stört euch das Flimmern? Das ist ja an einigen Stellen. Hier ist es wieder. Hier ist es nicht mehr. Stört ihr das beim Zugucken? Sagt ihr deswegen, nee, das ist überhaupt unanguckbar, das Let's Play deswegen? Oder sagt ihr, ja, geht dennoch? Das würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, und mit diesen Worten beende ich dann jetzt die vierte Folge des Let's Plays. Herr Rot? Gelb? Das ist rot. Wahrscheinlich so eine große Reichweite. Ah, jetzt ist wieder... Egal. Dann, das war's in dieser Folge. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.